Jakob Fugger ist eine der bedeutendsten Figuren nicht nur in der Augsburger, sondern auch in der europäischen Geschichte. Innerhalb weniger Jahre baute er ein riesiges Handelsimperium auf. Am Sensemble-Theater in Augsburg ersteht Jakob Fugger jetzt wieder auf und geht mit den heutigen Augsburgern hart ins Gericht. Julia Burg und Nico Romberg berichten. Jetzt übernehme ich den Laden. Dieses Rathaus wird schachmatt gesetzt. Auf Spielchen lasse ich mich nicht mehr ein. Im Dreischritt wird alles auf den Prüfstand gestellt werden. Kulturanalyse, Prozessanalyse, Effizienzanalyse. Und dann, ganz modern auch noch ausgedrückt, braucht diese Stadt ein Relaunch, ein Re-Engineering. Und dann wird dieser Stadtrat schauen, wer hier bald der Herr im Hause sein wird und was für eine scharfe Sprache gesprochen wird. Es kann nämlich nur einen geben. Mich, ausschließlich mich, Jakob Fugger den Reichen, dem niemand, ich betone, niemand das Wasser reichen kann. Ein großes Vorhaben für den rund 500 Jahre alten Jakob Fugger, der sich mittlerweile mit dem Laufen schwer tut und es mit dem Herzen hat. Aber für einen Geschäftsmann mit seinem Einfluss kein Problem. Der Plan des ausgefuchsten Fuggers, er kauft Augsburg. Geld spielt keine Rolle. Schließlich zieht er noch heute im Hintergrund die Fäden der Weltwirtschaft. Dass man so mitbekommt, was er alles so macht, wie er sein Geld verdient, wo er überall seine Kredite hingibt, wo er seine Rendite rauszieht. Das ist so der eine Strang. Der andere Strang ist, dass er versucht, er merkt, dass er bald sterben wird und dass er noch in Augsburg einiges bewegen will, dass er unzufrieden ist mit der Entwicklung, wie Augsburg sich entwickelt hat in den letzten 500 Jahren und dass er da nochmal strebt, Augsburg aufzukaufen und hier noch einiges zu verändern. Und das dritte ist eben, dass er schon 500 Jahre alt ist und so langsam merkt, dass es mit ihm doch zu Ende geht und er um sein eigenes Seelenheil besorgt ist. Drei Handlungsstränge verpackt in einen Monolog Jakob Fuggers, der nicht langweilig wird. Das liegt zum einen an satirischen Akzenten, die Autor und Regisseur Sebastian Seidel setzt. Zum anderen lebt das Stück durch Fugger-Darsteller Heinz Schulan, der es schafft, seine Figur mal schrullig, mal skrupellos, mal ehrwürdig zu verkörpern. Ich mag ihn, er hat seine Fehler, ist aber durchaus auch ein liebenswerter Mensch. Ich nehme ihn als diesen Großkaufmann, der vermutlich nicht viel Zeit hatte, sich um Kleinigkeiten wie Familie richtig zu kümmern. Aber ich denke, dass er sehr wohl wusste, dass sie gut versorgt sind. Und das hat ihm genügt, denke ich. Ob die Augsburger diesen Jakob Fugger mögen werden, müssen sie selbst entscheiden. Morgen Abend um 20.30 Uhr ist Premiere im Sensemble-Theater. Wir sind nicht die Caritas. Wir sind die Fugger. Ciao.